Hallo ihr Lieben, ich mache heute ein Fotoshooting mit der lieben Alicia via Skype. Ich bin schon total aufgeregt, weil sowas habe ich noch nie gemacht und ich bin gespannt, wie es wird. Hallo, ich bin Alicia, ich bin 24 Jahre alt und ich wohne in Hamburg. Okay, ja, du machst einfach dein Ding. Siehst du dich eigentlich selber? Ja, ich sehe mich auf so einem kleinen Bildschirm. Ja. Kannst du dich vielleicht mal ohne Stuhl, wenn du dich so an die Wand ranlehnst? Ja, genau. Diese Online-Fotoshootings sind ja doch sehr umstritten zurzeit. Und deswegen habe ich Alicia nochmal gefragt, was sie von der Model-Perspektive aus von dieser Art Shooting hält. Also ich habe das war jetzt mein drittes oder mein vierter Versuch, würde ich jetzt mal sagen. Das erste Mal habe ich es mit einem Kumpel ausprobiert, also der auch Fotograf ist. Und da war die Schwierigkeit so ein bisschen, dass man keine Reflexion im Bildschirm hat, man muss irgendwie gucken, okay, wie muss man das hinstellen, und es ist doch ein bisschen anders, weil so weiß man gar nicht, wo man wirklich hinschauen muss, aber man bekommt dann nach und nach ein Gefühl dafür, dass man eigentlich nur so wie auch mit einer normalen Kamera einfach in den Bildschirm schauen muss. Dadurch, dass man das dann irgendwie öfters macht, bekommt man auch immer mehr raus, wie muss das Licht dafür sein. Wenn man kein Licht hat, nimmt so ein bisschen die Qualität ab. Beim Fotografen ist es eher besser, wenn es ein bisschen dunkler ist, weil dann der Bildschirm intensiver wird und die Qualität besser. Also es ist irgendwie doch ganz cool, weil man auf eine ganz andere Art und Weise kreativ werden muss und auch ein bisschen mehr mit der Umgebung vom Bildschirm irgendwie spielen kann. Man kann auf jeden Fall was draus machen. Also klar, es kann so diese persönlichen Shootings nicht ersetzen, aber einfach um vielleicht einen neuen Stil zu kreieren, ist das ganz gut. Also deswegen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, zu machen und da kreativ zu werden. Super, danke. Bitte.